Mom ist da. Ein ganzes Jahr haben wir darauf gewartet. Endlich ist das Monitoring Operating Module von DAD da für den Penta 27, 721 oder AX32. Steuert die Promon-Option, Speaker, Sources. Ziemlich schick geworden, das Teil. Klein, kompakt. Ich habe eine erste Version hier und zeige euch gleich auch, wie sich das bedienen lässt. Damit ihr die Größe des MOM-Modules mal ein bisschen einschätzen könnt, habe ich es hier mal auf eine Avid S6 platziert. Ist eigentlich sehr handlich, ist nicht zu klein geworden. Tasten fühlen sich gut an, die Haptik, schönes Volume Wheel, läuft auch geschmeidig. Wirkt insgesamt sehr hochwertig, ist auch nicht leicht, also hat schon ein bisschen Gewicht. Angebunden wird das MOM einfach über eine Netzwerkschnittstelle. Die IP-Adresse wird per DHCP vergeben und dann habe ich hier noch einen Power Plug von einem externen Power Supply. Wenn ich erstmal eingesteckt habe, zeigt mir die MOM über das Status, über rot blinkende Status-LED, dass die MOM zwar hier ist, aber noch nicht konfiguriert. Ich muss also erstmal in meine Deadman-Software gehen und kann dann hier entsprechend mir meine Fenster öffnen und kann dort dann die Konfiguration vornehmen. Ich meine Maus finde, hier ist sie, Settings, Device List und schon erscheint hier, wie ihr seht, meine MOM One. Ich gehe hier einfach auf Connect, IP-Adresse vorne ist schon zugewiesen und wenn ich jetzt hier runter zoome, seht ihr, MOM is here. Ihr seht, kurz zur Erklärung von der Oberfläche, ziemlich einfach. Ich habe hier drei Tasten, die meine Speaker-Anwahl sind. Also Ausgänge auf drei verschiedene Speaker-Sets. Ich habe hier drei verschiedene Quellen, die ich anwählen kann. Und ich habe insgesamt vier verschiedene Layer. Also ich kann diese Quellen und Speaker-Sets quasi viermal belegen, konfigurieren und zwischen diesen einzelnen Layern auch dann umschalten. Momentan geht es nur zwischen zwei, weil die Layer 3 und 4 noch nicht aktiv ist. Das möchte ich euch ja zeigen. Dann haben wir hier das Volume Wheel mit schönen LEDs. Das ist auch ein Infinite Wheel, wo mir angezeigt wird, wo ich mich befinde. Und vier Tasten, die vorbeschriftet sind, also Reference, für den Reference Volume Lock, Talkback, Dim und Cut. Wie das Ganze programmiert wird, zeige ich euch jetzt. Okay, wenn auf meinem AX32 oder Penta 720, 721 die Promon-Option freigeschaltet ist, dann habe ich hier einen Menüpunkt Monitor Profile. Die ein oder anderen kennen das schon. Ich habe hier dann entsprechend über Groups meine ganze Monitor-Konfiguration. Also ich kann hier Quellen programmieren und entsprechenden Eingängen zuweisen, Ausgänge, Routings, ich kann auch Talkback-Signale routen. Aber das ist ja eigentlich im Grunde nur die Promon-Option, also die Software-Option für die Hardware. Worum es mir heute geht, ist dieser neue Reiter hier oben, den ihr seht, MOM, also das Monitoring Operating Module. Das ist das Neue. Wenn ich draufklicke, seht ihr auf der linken Seite wieder, entsprechend der Benutzung, die Nutzerführung ist hier gleich geblieben, die verschiedenen Layer. Ich habe hier ein MOM, ich kann sogar mehrere MOMs an einem Hardware-Interface betreiben. Ich kann die attachen, removen, renamen. Also habe hier ein paar Möglichkeiten. Mir geht es heute mal darum, euch zu zeigen, wie wir die Layer programmieren. Also ihr seht, ich habe hier vier Layer. Diese vier Layer entsprechen den vier Layern auf der Remote, die ich hier durchsteppen kann. Ich kann also hier einen Layer mal anwählen. Dann seht ihr auf der rechten Seite als allererstes mal die Switches. Also in der ersten Spalte seht ihr 1, 2, 3. Das sind hier die Switches auf der Remote, das heißt 1, 2 und 3, genau die entsprechen denen. Und die anderen Taster, die entsprechen dann auch wieder denen hier sukzessive A, B und C, sind dann meine Sources, meine Quellen. 1, 2, 3 sind meine Destinations, also meine Lautsprechersets. Ich habe noch die Taste Ref, Dim, Talk und Cut, das sind die um dieses Volume Wheel herum. Habe nochmal External, das ist ein Foot Switch, den ich entsprechend nochmal aktivieren kann und ein Level für Speaker-Level. Wenn ich jetzt mal den einzelnen Reiter anklicke oder eine einzelne Zeile anklicke, habe ich hier die Konfigurationsmöglichkeit mit Rechtsklick. Also ich gehe jetzt hier exemplarisch mal auf Unassigned und kann dann entsprechend sagen, ich möchte
diesem Taster beispielsweise jetzt, das ist ja logischerweise, weil es so beschriftet ist auf der Remote, mein Speaker-Set, gehe ich auf Outmos, Output, Atmos, Home, Element, Active. Ich könnte hier auch zum Beispiel einen ganz einzelnen Channel mal drauflegen. Wenn ich möchte, könnte ich auch auf die Taste 1 zum Beispiel nur den Center legen. In dem Moment mache ich jetzt mal hier Element Active, das gesamte Element aktiv. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Atmos Home Monitoring System auf die Taste 1 gelegt. Die Taste 2 ist nicht belegt, 3 auch nicht. A, auf A habe ich als Quelle, wie ihr seht, ein Pro Tools System. Das ist mein Zuspieler. Ich kann hier natürlich weitere Quellen hinzufügen. Genau gleich wieder. Rechtsklick, Monitor, Source. Wir haben hier noch ein Sequoia. Oder als dritte Quelle einfach Rechtsklick, Monitor, Source. Habe ich noch ein Nuendo oder ein Antelope Orion 32. Ihr seht, schon habe ich in meinem Layer 1 drei Quellen und ein Speaker Set konfiguriert. Ich gehe jetzt mal ganz kurz rüber auf das Layer 3, dann wird es ein bisschen übersichtlicher. Das ist noch nicht active, das ist inactive. Ich mache das mal aktiv und mache es ein bisschen übersichtlicher. Also jetzt fangen wir bei 0 an. Nochmal, Monitor, Output, Stereo, mal ganz einfach. Ich habe hier ein Stereo-Set. Dann habe ich hier vielleicht nochmal Monitor, Output, ein Headphone-Mix. So, und dann möchte ich entsprechend hier einfach über die Sources nochmal kurz mein Pro Tools und vielleicht so ein Antelope reinholen. Zack. Source, Antelope, Element Active. Auf der Remote sieht man dann entsprechend auch auf dem Layer 3, das ich ja gerade programmiert habe, hier mein erstes Monitoring Set, mein zweites, also das war jetzt Stereo, Headphone oder meine Quellen, die ich jetzt angelegt habe, also Pro Tools und das Antelope Orion 32. Ich kann auch noch einschalten einstellen, ob die Quellanwahl intercanceln soll, also sprich entweder alternierend funktionieren soll oder summierend. In dem Moment habe ich ja summierend, aber das kann ich dann auch noch einstellen. Okay, also hier links die Layer, rechts das Setup. Ihr habt nochmal die Tasten rund um dieses Volume Wheel, Reference. Hier habe ich diese vier Funktionen, die sind schon vorgegeben. Also einmal Reference Lock, das bedeutet, wenn ich diese Taste aktiviere, dann wird der Lautstärkepegel auf 0 gesetzt. Ich brauche also nicht jedes Mal mit dem Volume Wheel mühsam mir meine 0 suchen, sondern drücke einfach auf Reference und habe meinen Reference-Pegel, so wie ich ihn eingestellt habe. Dim, genau das gleiche. Ich möchte Dim Speakers. Talkback soll natürlich mein Talkback aktivieren, habe ich noch nicht programmiert, wie ihr seht, kann ich gar nicht. Da muss ich also zuerst hergehen über Groups, hier rüber, Talkback, habe ich den Channel zugewiesen, muss hier sagen, Sources Summed, No Talkback. Ich gehe mal ganz kurz her und sage, Set Talkback Mode, Talkback Dim. Und schon kann ich drüben auch beim Talkback entsprechend mir mein Talkback anwählen. Denkste, da ist es, Active. Okay, und schon habe ich ein Talkback Active. Cut ist natürlich entsprechend Cut, also Mute Speakers. Ja, und dann habe ich hier noch meinen Foot Switch, dem ich noch irgendeine Funktion zuweisen kann. Wichtig, ihr könnt diesen Rev, Dim, Talk oder Cut Buttons um den Volume Regler herum, könnt ihr auch andere Funktionen zuweisen. Also wenn ihr sagt, ich brauche einen Cut und einen Dim nicht, sondern ich brauche nur einen Cut und Dim brauche ich nicht, dann könnt ihr natürlich jederzeit auf den Dim-Button zum Beispiel auch einen Ausgang legen. Also ihr könnt sagen, nee, also ich will lieber hier auf den Dim-Button möchte ich gern mein Output-Routing Atmos Home legen. Und dann seht ihr auch in der Zeile, Talkback-Button aktiviert, dann entsprechend Monitor, Output, Atmos Home, Element Active. Und schon funktioniert es genauso. Wenn ihr runter schaut auf die Remote, habe ich genau das gleiche. Das heißt, ich habe dann auf der Dim-Taste dann entsprechend einen Ausgang gelegt. Der wird dann halt hier nicht angezeigt, weil ich natürlich hier separat drauf habe. Also ich habe quasi Speaker Set 1, 2 und hier hätte ich jetzt Atmos Home drauf. Weil ich hier Talkback aktiviert habe auch gleichzeitig, aktiviert er natürlich gleichzeitig auch die Talkback-Funktion. Die nehme ich jetzt mal weg und schon habe ich hier Speaker Set 1, Speaker Set 1, 2 und Speaker Set Nummer 3. Also, ziemlich einfach zu konfigurieren. Über diese Software finde ich ziemlich bequem, ziemlich angenehm. Wenn ihr weitere Fragen habt, ihr wisst, wo ihr uns findet. Ich bin der Mike. Ciao.